Wie läuft die Matura ab? Die Reifeprüfung besteht aus 3 Säulen. Wir haben die Diplomarbeit, einen schriftlichen Teil und einen mündlichen Teil. Die erste Säule, die Diplomarbeit, da beginnt man schon im 4. Jahrgang. Hier gibt es auch den Gegenstand wissenschaftliches Arbeiten, damit die Schülerinnen und Schüler einfach gut unterstützt werden. Die Fertigstellung der Diplomarbeit ist dann im 5. Jahrgang. Auch hier werden die Schülerinnen und Schüler von unseren Lehrkräften gut unterstützt. Die beiden anderen Säulen der Matura sind die schriftlichen und die mündlichen Prüfungen. Hier hat man die Wahl. Entweder man tritt in 3 Gegenständen schriftlich und auch in 3 Gegenständen mündlich an, oder aber man nimmt 4 Gegenstände zur schriftlichen Prüfung und nur 2 für die mündliche. Fakt ist, in unserem Schultyp muss man in Deutsch verpflichtend zur schriftlichen Prüfung antreten. Bei den mündlichen Prüfungen kann man aus vielen unterschiedlichen Gegenständen wählen.